Hallihallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst. Ja, ich habe ja endlich einen neuen PC. Ich habe da jetzt ungefähr 5 Jahre drauf gewartet. Der war auch gar nicht so teuer. Ganz, ganz kurz, ein PC von Shinobi. Der hat 500 € gekostet und ich kann euch ja mal, wenn ich es nicht vergesse, die ganzen Daten, wenn ich sie finde, unten in die Beschreibung tun. Also da kann man für 500 € kannst du da echt nichts gegen sagen. Der ist wirklich nicht schlecht. So, ja, ich habe mir heute auch mal Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht zugelegt. Ein Muss, ne? Und ja, jetzt kann ich auch endlich mal Windows 64-Bit Spiele spielen, auch mit Full HD Auflösung und ja, auch mit besserer Qualität. Mein Mikrofon ist auch, finde ich, habe ich besser eingestellt und ne, ich habe auch Windows 10 und alles, super duper. Ich bin voll motiviert und ich freue mich mega auf das Spiel, ja. Ein bisschen im Verzug, aber das ist hoffentlich nicht allzu schlimm. Ich mache das ja eh nur mit Spaß und der Freude. Ich war lange nicht da und ja. Ist auch nur ein Hobby von mir. So. Wir speichern erstmal. Ich habe mich komplett neu eingerichtet. Das ist krass. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich diese Vorschau jetzt hier überspringen werde, weil wegen Copyright-Problem. Ja. Die Story. Ich denke mal, die meisten von euch werden die ja kennen, wer den Film gesehen hat. Na, Lego haut natürlich wieder direkt zum Film nach einem halben Jahr ein Spiel dazu raus. Und ich lasse euch jetzt erstmal alleine. Ich glaube, das ist nochmal Rückblick aus Episode 6, ne? Die Qualität ist auch so geil. Die Grafik überzeugt mich jetzt schon, muss ich euch ganz ehrlich mal sagen. Und natürlich mit dem altbewährten, ja, mit dem altbewährten Lego-Humor, ne? Ah, um Feinde anzugreifen. Ach du Kacke, okay. Ah, ich kann zuhauen. Alles Klärchen. Oh, das ist ja umständlich. Auf H kann ich überhaupt nicht spielen. Kann ich irgendwie linke Maustaste oder so betätigen? Ach, guckt mal, auf K konnte ich jetzt hier nur irgendwie, nice, eine Kombi machen. K und H, das ist. Nein, warte mal. Nee, nee. Ich dachte, ich kann jetzt auf den Pfeiltasten lenken, weil das konnte man früher immer. Das ist ja total weit auseinander. Ah, nee, Quatsch. Wenn ich mit meiner linken Hand WASD lenke und mit der anderen. Ich brauche die Maus ja gar nicht. Stimmt ja. Dann geht das ja vollkommen. Und K ist ja auch nicht allzu weit entfernt. Kann man mal auf jeden Fall mal machen. Auf jeden Fall geile Kombos. Oh, die Grafik, die ist so geil. Warum wir jetzt hier nochmal das Ende von Episode 6 spielen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Gehört ja eigentlich nicht dazu, aber vielleicht nochmal, damit man rückblickend, ja, das nochmal irgendwie Revue erleben kann oder so. Ah, okay. Ah, ich habe jetzt zwar nicht wirklich verstanden, wie ich das gemacht habe, aber. Ach, und hier kann ich springen. Alles klar. Das ist eine Umgewöhnerei, ne? So ein bisschen. Warte, wie mache ich denn das? Ich drück doch. Ah, muss ich gedrückt halten, bestimmt, ne? Ich hatte es doch fast. Ich hatte es doch fast. Aber. Mich kannst du sowieso mit Lego Star Wars Spielen locken. Also ich habe ja damals auch schon ein bisschen. Wie komme ich da denn jetzt nicht hoch? Doch, jetzt. Ich verstehe jetzt auch nicht, wo da jetzt gerade der Unterschied war. Aber naja, gut. Ist auch schon ein bisschen her, das den letzten Lego Spielen. Es hat sich auf jeden Fall einiges verändert, Leute. So einiges hat sich auf jeden Fall getan. Was mache ich denn da? Ach, gedrückt halten. Mehrmals, ja, mehrmals drücken. Ich muss mich hier echt erstmal ein bisschen einspielen. Freigeschaltet. Oh ja, hier gibt es auch einiges zum Sammeln und zum Farmen. Und bis man hier mal die 100% hat, ich glaube, da kann man dann ordentlich schon ein paar Minütchen reinstecken in das Spiel. Werde ich vielleicht machen. Ich werde auf jeden Fall das ausnutzen hier. Ich habe ja natürlich 30 € für bezahlt bei Steam. Und ich finde, das muss man auf jeden Fall dann mal, muss man auf jeden Fall mal ein bisschen zeigen auch. Bin ich nie einer gewesen, der immer 100% gemacht hat und gezeigt hat. Werde ich auch nicht machen, aber ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen länger spielen. Also warum denn nicht, ne? Chewbacca brüllt. Ah, ich kann auch tauschen. Gucke mal. Ich werde jetzt mal Figur wechseln. Ja, mit der Steuerung muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen kämpfen. Ah, das ist auch nur ein Gewöhnerei, bis ich diesmal raus habe. Naja, gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen leer spielen. Ah, ne, warte mal. Warte mal. Müssen wir sowieso wechseln. Ah, ja. Gut. Der kann ja unter durchkraxeln, genau. Ich muss nämlich nach oben. Hier brauche ich jetzt Chewbacca. Also Rätselspaß ist ja wieder gegeben. Da hoch drüben ist ein roter Stein, aber hä? Wie hole ich den denn jetzt hier? Ach ja. Ah, okay. Die sind sogar mal ein bisschen nützlicher dieses Mal. Die haben jetzt Pfeil und Bogen, ne? Ach, und man, du musst immer, wenn das angezeigt wird, musst du auch immer dann direkt dahin lenken. So, jetzt muss ich Chewbacca holen. So, ab und zu könnte es länger, aber. Das ist kein Vergleich zu meinem alten Computer, der war ja mal sowas von schlecht. Nur starke Charaktere können ziehen. Oh ja, oh ja, der wird gleich zerquetscht. Aber ich kann euch auch endlich mal ja, Full HD Videos anbieten. Ich kann auch Granaten schmeißen. Oder was konnte ich jetzt hier machen? Konnte ich ja sonst nie. Ich weiß nicht, was ich jetzt getan habe. Durchkomme ich ja immer noch nicht. Ich bin so schlecht, ne? Kann ich die Leiter vielleicht nochmal abbauen? Ach, du kannst auch zielen, ne? Oh, guck mal, ich kann auch Granaten schmeißen. Ne, ich glaube, ich muss nach hier drüben. Ah, ne, warte mal, lol. Ah, ja, ich weiß jetzt. Ah, ja, du kannst die Leiter wieder kaputt hauen und dann kannst du natürlich jetzt hier hoch. Gut, das wusste ich jetzt nicht, ne? Aber haben wir doch irgendwie herausgefunden. Und das neue Battlefront, ich kann das ja jetzt auch spielen, werde ich mir auch vielleicht, ich weiß nicht, entweder diesen Monat noch kaufen oder nächsten Monat und dann werden wir das natürlich auch zocken. Ist ja keine Frage. Nur ich konnte halt diese ganzen neuen Spiele, ich konnte euch die nicht so bieten, wie ich das gerne hätte. Und ich konnte mir, ja, auch von der Grafikanforderung her, konnte ich das leider nicht zulassen. Aber nur ist ein anderes Thema, ne? Lassen wir das einfach mal bleiben. Was muss ich denn jetzt machen?
Ach, das kannst du sogar zu zweit an einer. LOL. Leute, ich werde das auf jeden Fall mal austesten. Vielleicht im nächsten Level wird meine Freundin dabei sein. Drücke F2 für einen beliebigen Kon. Ja. Ja, dann wird sie vielleicht in der nächsten Folge mal mitspielen. Kann sie dabei sein? Cool, das ging ja normalerweise auch nie, ne? Auf dem PC. Oh, nee. Muss ich hier nochmal. Ich glaube, da muss ich aber nicht nochmal hoch, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Ja, dann werden wir das mal probieren und dann kann meine Freundin ja beim nächsten Mal mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Unser erstes Let's Play Together. Da kann man auf jeden Fall mal machen. Hier unter muss da irgendwas. Ich bin wieder zu doof, ne? Ich bin wieder zu doof. Aber den Stein habe ich doch jetzt eingesammelt, ne? Ah, nee, Quatsch. Warte mal. Glaube, das war echt nur für den Stein dann, ne? Ich muss, genau, beide muss ich ja in Position setzen. Ach ja, und dann wird er ja dann zermalmt, der ja, gut. Da war mein Gehirn natürlich, weiß ich nicht. Ein bisschen überfordert vielleicht, aber das ist ja öfter mal. Und ich hoffe, die Aufnahme. Ich hoffe, die treten jetzt keine Probleme aus. Aber ich habe mehrere Versuche gewagt. Das müsste eigentlich. Müsste aber eigentlich alles gut laufen. Lol, das ist ja geil. Lol. Also, dass es ja einige Neuerungen gibt oder, ne? Dass Lego hier einiges neu hinzugefügt hat. Das hätte ich mir ja denken können, aber dass es sowas Geiles gibt, das hätte ich mir ja im Leben nicht erträumt. Dieses in Deckung gehen und dann dieses Zielen auf Gegner, das ist jetzt nicht wirklich schwer, aber das ist einfach mega, mega geil. Also, cool. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Oh, diese Filmsequenzen, die sind ja auch geil. Und die Effekte, ne? Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, das ist ja der Hammer. Ich werde jetzt versuchen, trotz alledem ein bisschen Geld zu farmen. Weil das brauchst du ja eigentlich. Du brauchst ja in jedem Level Geld. Ich weiß nicht, ob ich das nachspielen werde, ne? Geld farmen. Ja, mal gucken, wie viel mal wir insgesamt so schaffen. Erstmal werde ich tauschen. So, mit dem kleinen Ewok werde ich jetzt hier oben. Nein. Der ist ein bisschen schwach, kann das sein? Zu zweit wäre das Spiel vielleicht ein bisschen einfacher, aber. Was soll ich denn machen? Ich brauche hier mehrere Ewoks. Na, ich glaube, ich muss erstmal weiter. Also, das bringt ja hier nichts alleine. Ich brauche meine Familie. Da, unter. Dann will ich mal wieder Han Solo aus. Ja, manchmal leckt es halt ein bisschen, aber das ist halt. Wenn man Ruckler drin ist oder so, das ist ja. Das ist ja normal. Grafik habe ich halt nichts umgestellt. Auflösung habe ich auch nichts umgestellt. Ah, ja. Genau, macht mal, tanzt mal. Jetzt folgen Sie mir. Habe ich meine Überredungskünste spielen lassen? Schieb, meine Freunde! Du kannst echt hautnah dabei sein und den halt Ewok spielen, ne? Das ist schon cool.
Aber ich fragte halt dann mal meine Freundin, wenn er, also wenn er, wenn er, wenn er sie dabei haben wollte, dann könnt ihr mir das einfach mal schreiben. Da sagt mir einfach mal Bescheid, dann werden wir, obwohl, ich hätte ja jetzt gesagt, dann spielen wir auf Lautsprecher, aber das hört man ja dann dreifach und doppelt. Vielleicht werden wir die auch einfach auf leise stellen, weil ohne Lautsprecher, also man hört sie ja nichts, ne? Mal gucken, wie man das da hinkriegt. Wen brauche ich denn da jetzt, ne? Aber Lego haut immer geile Spiele raus. Na gut, jetzt habe ich gerade nur noch 25 FPS. Ja, gut. Naja, gut. Ja. Dann rätseln wir mal wieder ein bisschen. Wisst ihr was? Ah ne, der kommt da gar nicht hoch. Vielleicht muss ich ja. Ah ja. Na gut. Habe ich mich ein bisschen vertan. Ich gehe jetzt erstmal ans Geschütz. Und baller hier mal ein bisschen. Ah. Ja, seht ihr? R2D2. Der war wohl unter eingesperrt. Den habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Warte mal. Nee, 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 nee. Ah ja. Okay, jetzt kommen alle hoch. Muss ich den ja wieder abreißen, ne? Hier. Und dann muss ich ihn da drüben hinbauen. Und dann kann ich ihn R2D2 betätigen. Also es gibt auf jeden Fall bessere Spieler als mich, aber ich mache es echt nur mit Spaß an der Freude. Und das war jetzt, das war jetzt nicht so schlau. Den falschen Knopf gedrückt. Ich muss nämlich K drücken. Ja, das ist ja einfach. Einfach nur drehen. Ja, es ging auch Kinder hin, also das ist ja jetzt nicht die Welt gewesen, auf jeden Fall. Oh, das ist ja cool. Guckt mal. Vielleicht folgen die mir jetzt. Ich denke mal, wir haben jetzt auf jeden Fall schon die Hälfte des Levels geschafft. Ein paar Figuren werden wir auf jeden Fall noch begegnen. Alter, was war das denn? Voll der Special Move. Ein paar werden wir auf jeden Fall noch begegnen. Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn das? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wem ich da jetzt brauche. Vielleicht R2D2? Aber was soll denn die Scheiße jetzt hier? Haben sie das wieder abgerissen? Ich glaub's ja wohl nicht. Was ist, na, darum kann ich, warte mal. Da kann ich auch noch was hinbauen. Oh nein, oh Mann. Ich verdrück mich immer. Aber das mit den mehreren Möglichkeiten, da Sachen zu bauen, das finde ich schon echt cool. Immer einer drauf hier. Danke. Dann das Teil nehme ich auf jeden Fall auch noch mit hier. Ich habe erst eins. Also ich werde das selber vielleicht öfter nochmal spielen, dann vielleicht auch besser. Aber Leute, ich kann euch nicht versprechen, dass wir alle finden werden. Ne? 10 Teile und so. Bau doch mal das Scheißteil ab hier. Warte, warte, warte. Ich glaube, es waren nämlich nicht alle mit hochgekommen. Ey, bitte zerstört das jetzt nicht nochmal. Alle Mann hoch, alle Mann hoch. Fehlt einer. Nee, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus.
Ja, da muss ich jetzt rätseln, ob ich da überhaupt einen brauche. Vielleicht leer? Oder muss ich da oben gegen zielen? Warte. Ja, jetzt baller ich mal. Ich schmeiß mal eine Granate oben gegen. Ach, du kannst da einfach tauschen, wenn du das kurz gedrückt hältst. Ja, okay. Wenn du einen Charakter steuerst und einen Greifhaken wie zum Beispiel, ach so. Okay, vielleicht sollte ich mir aber echt mal die Tipps durchlesen. Ja, jetzt auf einmal zeigt ihr mir das an. Ich glaub's ja wohl nicht. Ah, ich muss in der Mitte drücken. Ah, nee, warte mal. Ach, das musst du mehrmals versuchen, okay. Oh, sehr geil. Hier geht die Luzi ab. Jetzt geht's weiter mit einem AT-AT. Wir nähern uns langsam dem Ende des Level. Habe ich auf jeden Fall so ein Gefühl. Wir nähern uns dem Bunker. Der müsste ja hier irgendwo in der Nähe sein. Aber wir haben schon fast 50.000, Alter. Oh, ist ja geil. Kann ich aber durch? Ah, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ah, ne, warte mal. Teil kann ich doch kaputtballern, oder? Ja. Alles klar. Muss also nicht irgendwie absteigen oder so. Boah, ist ja alles voller AT-ATs. ATSTs. Ich mähe euch nieder. Die machen mir natürlich ordentlich Schaden. Ich will jetzt hier nicht unbedingt verrecken. Aber ich glaube, jetzt ist er kaputt, ne? Nee, er taucht wieder auf. Ich sollte aufpassen. Oh ja. Ich sollte vielleicht erstmal hier die ganzen ATSTs erledigen, weil die haben mich ja jetzt auch ordentlich auf dem Kieker. Aber ich renne einfach mal weiter, wie als wäre es mir egal. Mit Sicherheit habe ich die ganzen Sachen verpasst und so. Die sind ja überall versteckt, aber das ist mir ja jetzt irgendwie gerade relativ egal. Ja, der Ort kam uns auf jeden Fall bekannt vor. Auf U kann ich absteigen, okay. Der Hintergrund, der so ein bisschen verschwommen ist, der ist natürlich auch geil. Warte mal. Na, hier brauche ich Han Solo. War das falsch? Das ist ja geil mit den Hüten wieder. Ich glaube, ich brauche. Warte, ich brauche. Ach so, das sind die Hüte. Den brauche ich. Das kennt man auch von früher noch. Das ist ja witzig. Wie bescheuert sehe ich denn jetzt einfach aus? Rein theoretisch, ich weiß. Das kennt mich jetzt. Ich könnte das Teil jetzt wieder abbauen. Und nach oben. Machen wir irgendwann nochmal. Hahaha.
Oh, wie süß. Ein kleines Bildchen hat er für ihn gemalt. Nimmt natürlich das wieder vollkommen auf die Schippe jetzt hier, seine Vatergefühle da mit dem mit dem Kinderbilder. Oh, geht ja noch weiter, Leute. Na gut, das machen wir auch noch mal. Ich will mal nicht so sein, aber ich hoffe mal, ich kann auch irgendwann mal speichern oder sowas. Ah, wie geil. Hat ein bisschen was irgendwie von Bionicle, diese Arme. Oh ja, das erste Mal dürfen wir mit Lichtschwert kämpfen. Das ist ja auch mal sehr geil. So, der zweite Greifarm hier. Diesmal am Fuß. Alter, das ist so witzig. Na gut. Jetzt hat er die kaputt gemacht, ne? Bau da mal eben was auf. Ey! Ah! Ah! Wie cool! Und ich will jetzt nicht wissen, wie sich das angehört hat, Alter. Was macht er jetzt? Du kannst auch mal Combo machen, das ist so cool. Na. Pass auf. Ich kann auch Darth Vader spielen, ne? Ja. Ich werde mal Figuren tauschen. Hilfe! Ich kann auch abwehren. Nee, jetzt bin ich gestorben. Es geht aber noch weiter. Das zählt nur mit zum Level. Keine Sorge, Leute. Gehört alles mit, ne? Gehört alles. War alles eingeplant. Der soll mir meinen Ruhe lassen, Opa. Jetzt kriegst du mit einem TIE Fighter zu tun. Komm mal runter von einem hohen Ross. Wie lange geht denn das schon? Alter, geht ja schon über eine halbe Stunde. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was ist das? Hat das was irgendwie? Ja, okay, das muss ich machen. Eine Bombe. Holen wir doch mal die nächste raus. Also ich muss das auf jeden Fall noch ein, zweimal spielen, dass ich irgendwann mal überhaupt hier die, dass ich irgendwann mal überhaupt die 100% erreiche. Weil du musst halt echt erstmal gucken, wo ist sie überhaupt alles, ne? Eine Matter noch. Hat echt ganz schön viele Wachen, ne? Und diese Hilfe will mir jetzt mit Sicherheit sagen, dass ich das irgendwie abwehren kann und auf ihn zurück schleudern kann. Glaube ich jetzt einfach mal. Nee. Charaktere, die Lichtschwert haben, Beispiel diese Lego A gedrückt. Ah! Wie cool! Ich kann mein Lichtschwert werfen. Das ist echt cool. Warte, warte, wenn er zusammengebaut hat, dann schmeiße ich das mal hier auf ihn drauf. Jetzt. Ah, hat leider nicht ganz so hingehauen, wie ich wollte. Ach, da oben auf die Disco-Kugel, glaube ich. Ja.
Ich finde den Imperator irgendwie mit am coolsten, ja. Der Typ ist echt witzig. Ah, wo ist H? Wo ist H? Wo ist H? Ja. Oh, das ist so episch. Das ist so episch, Leute. Ich komme immer näher. Ich komme immer näher. Gleich bin ich da. Oh. Wo war H? Wo war H? Wo war H? Hier war H. Jetzt wirst du erstmal ein bisschen durchgeschakt. Ich dachte gerade, der zieht dir die Hosen aus. Warte. Und auf Nimmerwiedersehen. Oh. Hey, nein, lass doch das so. Oh. Ah, das ist ein cooles Easter Egg gewesen. Oh, die weinen da hinten. Tot. Oh, die weinen da. Die weinen da hinten, ne? Das geht ja immer noch weiter. Ich glaube es ja wohl nicht. Warte mal. Kann ich irgendwie speichern? Das Level ist, ah, geil, guck mal, ich kann auch, naja, gut, dann geht's halt weiter, ne? Hier bin ich jetzt gerade, um ehrlich zu sein, ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, ob ich das in mehrere Parts aufteile. Ich glaube aber eher mal nicht, also. Warum auch? Warum sollte ich das machen? Ja, zumindest habe ich schon mal den wahren Jedi erhalten, ne? Das ist ja. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Aber ich will mal lieber hier den Millennium Falcon spielen. Aber, ne? Jetzt nur noch den Angriff auf den Todesstern. Das sind, glaube ich, mal drei. Drei Level in ein. Naja, aber ich glaube, ich brauche schon mal eine Zeit. Den Wagen hier, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Aber, ja, Leute. Muss ich erstmal ein bisschen ausweichen. Bis ich mal alles beisammen hab. Die Steine und, diese Kids. Vor allem, du musst ja auch alle in einem Lauf, finden. Und ich hab ein Teil von 10 gefunden. Ich habe ja auch nirgendwo anders eins zu Gesicht bekommen. Aber ich finde die Ideen, die sie hier eingebaut haben, die sind echt cool. Ist halt nicht wirklich das, was man von Lego von Lego Star Wars so üblicherweise von den drei Teilen, die es da gab, kennt, sondern es ist echt. Das ist echt abwechslungsreich, was man hier machen kann. Na, ich schaue einfach mal. Gut, das war jetzt. Also, es ist ein Lego-Spiel und, oh Gott. Ich sag's mal, da kann ich zurückfliegen, das ist okay. Also, es ist wirklich. Ja. Also, wirklich schwer ist das Spiel jetzt nicht. Du kannst, wie gesagt, bei Lego du kannst auch nichts falsch machen, eigentlich. Und auch nicht tot gehen. Ah, oh, Hilfe, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt. Ach nee, der dreht von alleine um. Aber haben wir gleich. Ja, geschafft.
Das müsste es doch jetzt aber gewesen sein, oder? Muss ich auch noch selber rausfinden? Nee, gut. Die Quietschente, ja, und Luca hat die versucht zu fangen. So Leute, das war's jetzt mit dem Let's Play, nein, Scherz. Schaut euch mal an, wie leer durch die Gegend geschleudert wird hier. Hahaha. Hä? Anakin und Darth Vader. Ah, nee, nee, ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade sagen, verarschen kannst du mich nicht. Das war der Obi-Wan. Gut. Die Schlacht von Endor. Kann ich jetzt im freien Spiel spielen? Ein goldener Stern. 121.700. Den wahren Jedi erhalten. Einen roten Stein. Ein Minikit. Und was auch immer das gerade war. Und ja, es gibt was zum Freischalten. Erstmal ein paar Raumschiffe. Jetzt gibt's die ganzen Charaktere. Oh, guckt mal, wie viel es da noch zu entdecken gibt. Ich freue mich echt. Dieses Sammeln, das ist. Das fand ich schon mal so faszinierend an Lego. Oh, es gibt aber ganz schön viele, ne? Gut. Geschichte fortsetzen könnte ich jetzt machen. Werde aber, oder ja, ich sag erstmal, Leute, ich hoffe, der hat jetzt automatisch gespeichert und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Boah, guckt mal, es gibt 205 Charaktere, wir haben 12. 250 goldene Steine gibt's zu sammeln. 18 rote Steine. Ich nehme mal an, es gibt 18 Level. Und 85, Raumschiffe. Da haben wir also einiges zu tun. Und ich werde euch mit Sicherheit sagen, wir werden nicht alles schaffen. Naja, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann und tschüss.